Herzlich willkommen zur 7. Folgenbesprechung von Game of Thrones Staffel 6. Wir machen das hier bei der Filmfabrik jetzt seit 7 Folgen. Und ihr merkt schon, dass ich nicht der gewöhnliche, recht gut gelaunte Alpe bin, sondern das genaue Gegenteil. Ich bin tierisch pisst. Im Grunde so ist das jetzt, ja. Das hat aber nichts mit der Folge zu tun. Es hat nichts mit der Folge zu tun. Es hat damit zu tun, dass das eigentlich unsere neunte Folgenbesprechung inzwischen ist. Mittlerweile ja. Denn was uns passieren, selten technische Fehler, aber wenn sie passieren, dann passen sie natürlich bei Folgenbesprechungen. Da, wenn man eine Stunde frei spricht und das Ganze nochmal neu aufnehmen muss. Und das ist auch heute wieder passiert. Also falls ich ein bisschen schlecht gelaunt wirke, dann liegt das daran, dass ich richtig schlecht gelaunt bin. Aber das ist ja jetzt erstmal egal. Wir sprechen nämlich über die Folge The Broken Man. Und da habe ich heute Morgen auch den fantastischen Witz gemacht, dass die Folge auf Deutsch Das Erbrochene heißt. Aber nein, sie heißt Der Gebrochene. Und es geht um diverse gebrochene Männer, um Gestalten, die ihre Prinzipien und ihre vorherigen Lieben in irgendeiner Weise verloren haben oder gebrochen haben. Aber es geht um einen ganz bestimmten gebrochenen Mann in dieser Folge, nämlich und im Sandor. Sandor Clegane. Der Hound, der Hund. Regie geführt hat in dieser Folge Mark Mylod. Der wird auch in der nächsten Folge Regie führen. Das ist ja in Staffel 6 so immer mit diesen Zweierschritten, dass Regisseure zwei Folgen inszenieren. Wow. Ich glaube, das war auch in vorhergehenden Staffeln so. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich glaube, so in den ersten nicht so wirklich. In den ersten nicht so wirklich, aber in Staffel 5 wahrscheinlich schon. Denn er hat auch Regie geführt in 5.3 und 5.4 zum Beispiel. Genau. Und außerdem in Entourage und der Serie, die Shameless. Der US-amerikanischen Version von Shameless. Und Ali G in the House. Und Ali G in the House, dem auch schon drüber gesprochen hat morgen, dass das der am schlechtesten synchronisierteste Film aller Zeiten ist. Mit Mola Adebisi, der Sacha Baron Cohen spricht. Aber egal, das ist nochmal ein anderes Thema. In dieser Folge ist auf jeden Fall, jetzt ist seit zwei Folgen schon Tyrion nicht mehr zu sehen. Das ist ein Rekord, kleiner Funfact. Also das gab es vorher noch nicht, dass Tyrion Lannister mal zwei Folgen nicht zu sehen war. Was hältst du von der Folge so prinzipiell? Es ist halt wieder ein bisschen ruhiger angegangen, so wie die vorherige Folge. Mhm. Ich fand, sie hatte viele interessante Aspekte. Mhm. Aber im Großen und Ganzen war sie halt ruhig und ich denke halt, das wird sich jetzt in 8, 9 und 10 wird es halt richtig auf die Fresse geben. Wow, das überrascht mich jetzt. Das wusste ich natürlich, von unserer Besprechung heute Morgen. Es gibt schon einige Leute, die meckern darüber, dass diese Folge so kurz war. Es gibt aber dazu etwas Nettes zu berichten. Die letzten drei Folgen der 6. Staffel werden außergewöhnlich lang. Denn die letzte Folge zum Beispiel, also 6.10, wird angeblich oder ist angeblich, die ist ja schon fertig, 69 Minuten lang und ist damit um 4 Minuten länger als die dann zweitlängste Folge von Game of Thrones. Es wird die längste Folge aller Zeiten und wir haben auch die Hoffnung, dass das Serienfinale irgendwie 90 Minuten wird oder sowas, aber bis dahin sind es ja noch ein paar Jahre hin. Ich fand, in dieser Folge gab es ein paar wundervolle Außenaufnahmen. Ich habe mir Castle Porn aufgeschrieben. Das war so, für jeden Mittelalter-Fan war das ein einziger Porno. Ich fand, das sah wundervoll aus, vieles. Ja, das stimmt. Die Folge startet auch mit ein paar sehr netten Aufnahmen von der Flusslande. Von der Flusslande, von Werkzeugen. Wir sehen Äxte, wir sehen Hämmer und wir sehen Werkzeug, das auch als Werkzeug benutzt wird, um eine Septe zu bauen. Und die Folge endet damit. Und hier ist eine inhaltliche Klammer, so nennt man das, eine inhaltliche Klammer, die geschlossen wird in die Folge. Also sie beginnt mit Werkzeug, das als Werkzeug benutzt wird. Und sie endet damit, dass Sandor eine Axt aus seinem Baumstamm zieht und das als Waffe benutzt. Also sie öffnet Werkzeuge, um etwas zu bauen und sie endet damit, dass Werkzeug benutzt wird, um etwas zu zerstören. Aber dazu kommen wir noch. Oder er macht einen Holzfällerladen auf. Genau. Alles, was da in der Flusslande passiert, sah, wie ich finde, auch vom Look her sehr speziell aus. Anders. Es war von der... Es war hell, es war farbenfroh. Ja. Es sah schön aus, es war nicht dunkel. Normalerweise ist ja Game of Thrones gerade im Color Grading immer extrem düster und also extrem dunkel und extrem blau. Ja. Es ist eine sehr, sehr bläuliche Serie und das war hier nicht so. Dass das einen bestimmten inhaltlichen Grund hat, dazu kommen wir noch. Genau. Aber fangen wir mal an, wirklich in der Flusslande. Auch wieder außergewöhnlich. Es startet direkt mit der Szene, nicht das Intro. Das ist bisher nur dreimal vorgekommen in Staffel 1, 3 und 4 jeweils, die erste Folge. Mhm. Genau. Und hier war es sogar das erste Mal nicht in der ersten Folge. Genau, sondern in der 7. War nicht auch, also wir wissen in Staffel 1, Folge 1, da
fängt ja das mit den White Walkern an. Das ist der Prolog genau. Zu allem. War nicht auch Cerseis? Ich glaube, ich habe nur mal geguckt. Ich glaube, das war nicht. Ich bin mir jetzt auch nicht 100% sicher. In der dritten Staffel war es das. Stimmt, das war Staffel 5 mit Samuel, der vor den Weißen Wanderern flieht. Und in der vierten war es, wie Eis eingeschmolzen wird. Okay. Alles klar. Wir sehen ein Gebäude, das Gerüst eines Gebäudes. Und dieses Gebäude hat 7 Seiten. Also muss eine Septe sein. Das ist auf jeden Fall eine Septe, denn wir sehen da eine ganz, ganz friedliche Gemeinschaft. Und wir sehen erst, wie mehrere Menschen immer einen Baumstamm tragen und dann einen ganz besonders großen und einen ganz besonders kräftigen Gesellen, nämlich den jüngeren Clegane-Bruder, nämlich Xandor Clegane. Genau. Der hat jetzt wohl doch überlebt, diese Tortur. Genau, das so genau wussten das auch die Buchleser nicht. Es gibt in den Büchern eine Figur namens der Grave Digger. Genau, der Totengräber. Der Totengräber, der, von dem man vermutet, dass es Xandor Clegane ist, aber auf eine sehr. Ist gebrochen quasi. Genau. Also er ist nicht mehr die gleiche Figur, die er damals war. Ja. Aber wir erfahren, dass Brother Ray quasi Xandor wieder also gefunden hat in der Flusslande und wieder zusammengeflickt hat. Irgendwie. Genau. Und in den Büchern, das sollte man auch noch erwähnen, vielleicht ist das nicht Brienne, die gegen Xandor kämpft. Genau, das ist ein sehr exklusives Ding. Und wir sehen auch, dass Brother Ray einen 7-zackigen Stern trägt. Genau. Das ist eben das Symbol für den Glauben an die 7. Das ist derselbe Stern, der auch über dem eisernen Thron in Königsmund an dem Fenster ist. Und wobei er ja auch von sich selbst sagt, dass er nicht viel über Götter weiß. Also er glaubt halt an irgendwas Großes. Ist jetzt nicht wie der Hohe Spatz oder sowas, der das Buch zitiert. Die Optik hier ist eben sehr speziell, muss man nochmal, glaube ich, erwähnen. Genau. Es ist nämlich auch eine sehr warme Umgebung. Und man sieht hier eben auch ganz, ganz wichtig, dass der Glauben an die 7 auch friedlich sein kann. Genau. Und ich finde es auch beachtlich so, Xandor kommt zurück, ist auch einer der paar Figuren, die man anfangs hasst und irgendwann trotzdem liebt. Ja. Und freut mich schon, dass er zurück ist. Und genau darüber haben wir auch bereits gesprochen, dass einfach diese Serie und gerade die ganzen Character-Arcs, also die Charakterentwicklung dermaßen gut geschrieben sind, dass es einfach ganz oft passiert, dass man so eine emotionale Bindung zu den Figuren aufbaut, dass man eine Figur, die man am Anfang, vielleicht in Staffel 1, noch hasst, dass man sich später plötzlich lieben lernt und teilweise auch das genaue Gegenteil. Das ist Jamie ist da natürlich ein extremes Beispiel, auch Fionn, der nachdem er Robb Stark auch verraten hat, dass man ihn gehasst hat und mittlerweile auch wieder so eine gewisse Bindung zu ihm aufbaut und mit ihm sympathisiert und das eigentlich auch alles irgendwie nachvollziehen kann. Das ist eine geläuterte Seele. Das gibt es auch noch bei anderen Figuren, würde ich sagen. Und ich finde gerade, dass das auch bei Tommen ein bisschen passiert. Dass Tommen als der nette kleine Bruder von dem Monster Joffrey, dass wir jetzt aber auch wieder anfangen für Tommen eine gewisse Antipathie zu entwickeln. Ja, weil der macht ja auch nicht alles. Weil es ein Trottel ist, aber dazu kommen wir, nicht Trottel, das ist auch Quatsch. Was er mit dem Hohen Spatz gemacht hat, hat er auch durchaus ein cleverer Schachzug für einen König, der sich beim Volk wieder beliebt machen will, aber das ist immer eine andere Geschichte. Gut, was gibt's noch zu sagen zu dieser kurzen Einführungssequenz? Religion steht wieder im Mittelpunkt des Geschehens, also auch jetzt gerade wieder die letzten paar Folgen. Es kommt immer weiter so drauf, irgendwie so ein Religionskrieg oder sowas könnte ausbrechen. Genau. Und damit habe ich die perfekte Überleitung, denn von der Septe, die gerade gebaut wird, von diesem Gerüst, gehen wir über zu der wahrscheinlich schönsten Septe in ganz Westeros. Auf jeden Fall der größten. Auf jeden Fall der größten. Das ist nämlich die große Septe von Baelor, die von Baelor the Unblessed. The Unblessed, dem König, dem sehr, sehr gläubigen. Das war der König, der auch seine Schwestern in den Turm gesperrt hat. Genau, weil er sich den weiblichen Reiz nicht aussetzen wollte. Genau. Und wir sehen der großen Septe von Baelor Marjorie. Genau. Die wieder eine Krone trägt. Mhm. Diesmal nicht mit diesen aufreizenden Klamotten, sondern sehr mit tiefen Ausschnitt oder sowas, sondern wirklich so gedeckt. Ja, dann ist jetzt das auch der Zeitpunkt, wo wir wieder darüber reden müssen, wie großartig das Kostümdesign von Game of Thrones ist. Dass alles wirklich irgendwie an Details von der Kleidung her genau erkennbar ist, wo die Figuren sich hinentwickeln und sowas. Wir sprachen zum Beispiel auch darüber, und dazu kommen wir noch, dass Robert Strong, Cerseis Schoßhündchen, noch der einzige Ritter der Königsgarde ist, der eben nicht den 7-zackigen Stern auf der Brust hat, sondern immer noch dieses Symbol mit diesen drei Dings, genau. Aber wir sehen erstmal in der großen Septe von Baelor, dass Marjorie aus der Heiligen Schrift liest. Und diese Schrift heißt verwirrenderweise vielleicht auch der 7-zackige Stern. Ja.
Und wir erkennen ja auch, es war ja auch ganz lange die Frage, warum der hohe Spatz so machtvoll wirkt, so mysteriös, so stark, war immer die Frage, was so seine wahren Intentionen ist. Und auch die Frage, die grundsätzliche Frage, die man bei ihm stellen sollte, spielt er überhaupt dieses Machtspiel, dieses Game of Thrones? Ja. Und ich finde, hier in dieser Folge erkennt man, dass er es durchaus tut. Also ich finde auch, der hat sich so jetzt gerade in der Staffel wirklich zu einer Hauptperson, Hauptfigur gemausert. Absolut, klar. Weil er halt immer mehr Screentime bekommt und halt immer mehr Macht. Ja. Und er ist genauso undurchschaubar, finde ich, wie so Peter Baelish am Anfang oder Varys. Ja, ich meine, er hat es jetzt auch geschafft, Tommen Flusen in den Kopf zu setzen und ihm den Glauben da irgendwie so zu diktieren mit seiner Eloquenz und seiner manipulativen Art. Und jetzt versucht er quasi dasselbe mit Margaery, die aber natürlich mit viel stärkeren Wassern gewaschen ist als ihr Mann. Genau. Er möchte quasi Margaery ausnutzen, um auch ihre Oma, Lady Olenna, die Königin der Dorn, die Queen of Thorns, zum Glauben zu bekehren, kann man das so sagen? Oder zumindest Fall auf eine Spur bringen. Genau. Und Margaery, und das erkennt man eben auch in dieser Folge, was wir gemutmaßt haben, bereits vor ein paar Folgenbesprechungen, so was zur Hölle passiert da gerade mit ihr, das ist alles irgendwie nicht koscher, dass sie eben auch da nur ein ganz gerissenes Spiel spielt. Ja. Wir sehen, wie hochintelligent sie ist, dass sie alles durchschaut. Oh ja. Ja, und dass sie halt, sie sagt dem hohen Spatz und sie sagt Septa und Ella, was die hören wollen. Ja, absolut. Weil ich bei dem hohen Spatz noch denke, dass der das Spiel schon ein bisschen durchschauen kann, was sie da zu spielen versucht. Das kann durchaus sein, ja, wer weiß. Margaery, also wir sehen erstmal auch Septa und Ella, die dürfen wir ja auch nicht vergessen. Genau, das kommt ja dann in der nächsten Szene mit Olenna. Ja. Septa Urinella, könnte man sie auch nennen, weil sie von allen gehasst wird. Das ist wirklich so eine von den wenigen Figuren, glaube ich, so gemeinschaftlich von allen richtig verabscheut wird. Ja. Septa Urinella ist dermaßen... Ich glaube, niemand kann auch so provokant nichts aussagend gucken. Das stimmt. Was eben auch noch ganz verräterisch ist, ist, dass Margaery einen Satz verwendet, den sie bis dahin noch nie verwendet hat. Ja. 7 blessings to you, Grandmother. Also 7 Segnungen, 7 Grüße an dich, irgendwie sowas. Also es ist halt ein Gruß, der den Glauben an die 7 irgendwie... Genau, also Anhänger des Glaubens an die 7 benutzen. 7 Blessings, das ist so wie Grüß Gott zu sagen vielleicht, so in der Art. Ja, aber es ist halt, es bedeutet schon was, dass Margaery das einfach 5,5 Staffeln lang nicht macht und jetzt plötzlich in Folge 6, 8 auf einmal 7 Blessings sagt, sie ist eben gerissen. Und Margaery spricht mit Olenna. Genau. Ich darf jetzt Unella und Olenna nicht verwechseln. Mit Olenna, mit ihrer Oma und hält ihre Hand. Und ich habe heute Morgen auch schon gesagt, das Einzige, was noch fehlt, ist so ein Augenzwinkern. Um das noch offensichtlicher zu machen. Aber sie gibt ihr ja auch eine Botschaft, eine Rose, das Wappen der Tyrells. Auf einem Papier gezeichnet. Auf einem Papier gezeichnet, um ihr eben zu symbolisieren, hey, der hohe Spatz steckt da nicht in meinem Kopf, es ist immer noch meine Familie, für die ich kämpfe. Genau. Es sind immer noch die weltlichen Werte, hinter denen ich stehe. Ich meine, Ding ist ja auch noch in Gefangenschaft, Loras. Mhm. Und er soll ja auch von seinen Titeln als Erbe von Rosengarten befreit werden und soll halt sein Leben als Sünder büßen. Ja. Und kurz einmal, in den Büchern ist er übrigens in der Königsgarde und ist da gar nicht der Erbe, da ist das Willis Tyrell, aber das haben die halt gekürzt. Der in der Serie halt nicht vorkam. Genau, und wahrscheinlich halt, dass ein bisschen mehr Spannung noch entsteht durch das eben. Ja, und wir werden jetzt sehen, was passiert, ob die Tyrells da wirklich dann plötzlich in der Erben stehen. Gut. So, also Margaery hat es so gut von Olenna gelernt und die übertrifft die jetzt auch teilweise so, was Hingabe und Hinterlistigkeit angeht. Genau. Vor allem, weil Olenna das zuerst nicht durchschaut, dass sie es nur spielt. Genau, also selbst sie erkennt das nicht. Ich meine, Olenna ist ja auch gerade eigentlich genau diejenige, die der Gegenspieler des Hohen Spatzes ist. Man sieht ja auch diese grandiose Szene in Staffel 5, in der Olenna mit dem Hohen Spatz spricht und sie reden auch erst darüber. Bei mir sind es die Knie, was ist bei dir? Bei mir ist es die Hüfte. Genau. Ich fand, sie war auch immer so ein bisschen auf Augenhöhe mit Tywin. Ich meine, die haben ja auch... Absolut. Ja, sie ist ja eigentlich die wahre Herrscherin des Hauses, nicht Mace Tyrell. Man hat halt auch erkannt, dass Tywin sie in einer gewissen Weise auch respektiert hat, auch wenn er nichts für die Tyrells übrig hatte, wie Cersei. Trotzdem war da ein gewisser Respekt, denn Olenna ist eine hochintelligente Frau, die aber trotzdem es auch nicht schafft, diesen hohen Spatz so ganz zu durchschauen. Ja. Aber sie ist eine unglaublich gute, also fähige Spielerin dieses Game of Thrones, dieses Machtspiels, aber Margaery ist eine extrem gute Schülerin. Ganz offensichtlich. Gut, machen wir weiter, gehen wir in den Norden. Gehen wir in den Norden an die Mauer.
Genau, da rekrutieren Sansa und Jon die Wildlinge. Genau. Und haben dabei ein bisschen Probleme. Genau. Die sind ja da sowieso gerade auf Tour, Leute für sich zu gewinnen, aber so Staubsaugerverkäufer oder Versicherungsvertreter, genau, die von Haus zu Haus ziehen. Oder so Präsidentschaftskandidaten. Genau, die Unterschriften sammeln, irgendwie sowas. Genau. So wirkt es. Wir sehen, dass Tormund immer noch Johns loyalster Mitstreiter ist. Ja, der hat das ja auch alles genau mitbekommen hat. Und ich meine, es hat sich natürlich rumgesprochen, dass John wiederbelebt wurde. Aber Tormund ist quasi einer der wenigen, der das live gesehen hat mit seinen eigenen Augen. Oder zumindest so ein Teil davon. Ja, und der Riese Wunwun spricht sich für John aus, genau, indem er einfach nur Snow sagt und alle das verstehen. Aber, und das habe ich heute Morgen auch schon gesagt, wie vieles, was wir heute Morgen auch schon gesagt haben, das Gute immerhin ist, dass wir heute jetzt ein bisschen schneller sein, genau, können. Ne? So ein bisschen, ich versuche ja auch das Tempo ein bisschen anzuschneiden. Dann habt ihr wenigstens eine kurze Folge, dann labern wir nicht wieder so viel um den heißen Brei herum. Es ist nicht, also der Treueschwur, also diese Unterstützung, die John da erhält, es ist nicht derselbe Treueschwur, den man bereits in Staffel 1 sah, in einer meiner absoluten Lieblingsszenen. Es ist vielleicht sogar wirklich meine Lieblingsszene, weil das war auch so ein unfassbarer Gänsehautmoment bei mir. Ja. Also da kam schon der Lusttropfen. Ja, das war ein Witz. Ich meine natürlich die Szene, in der die Häuser des Nordens, die Lords, sich Robb Stark als König, genau, vorstellen. The King in the North! 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 Also da hatte man so das Gefühl, das sind Lords, die in den Krieg ziehen werden und für ihren König sterben werden. Sie würden sogar ihre Kinder verbrennen für diesen, würden alles tun für diesen König. So das Gefühl kam darüber. Ja. Und selbst Fionn, der sagt, now and forever oder sowas und sich halt Robb anschaut, das ist es hier nicht. Also wir sehen, wie brüchig eigentlich dieser Pakt ist. Er braucht ja auch Tormund als Unterstützer, so, der dann halt an den Stolz des freien Volkes irgendwie appelliert und sie nur so irgendwie überreden kann und halt vor die Wahl stellt, okay, ihr könnt jetzt halt sterben. Aber es ist halt eben durch auch die White Walker, weil ihr halt, weil der Norden nicht geeint ist, oder ihr stirbt halt durch die Hand des Häuser des Nordens, die euch töten wollen. Genau. Aber es ist halt eben auch in deren Interesse, dass sie auch Jon und Sansa unterstützen. Die Frage ist eben nur, wie weit würde das freie Volk, die Wildlinge, wie weit würden sie für diese weltlichen Lords gehen? Mhm. Das ist die Frage. Das ist auch noch so interessant, so dass eigentlich auch so oft das Wort von Wunwun gehört wird. Mhm. Und dass der halt so eine wichtige Rolle hat, auch jetzt für den Rest der anderen Clans, die eigentlich früher nicht so geeint waren. Genau. Aber wenn er spricht, dann hat es Gewicht. Damit kommen wir zu einer Szene, die extrem offen ist. Eine Dialogszene, eine recht kurze Szene, die aber wieder in King's Landing. Wieder in King's Landing, und zwar in Dorad Keep im Roten Berg. Genau, zwischen Olenna und Cersei. Genau. Hier wird wieder auf etwas, also Olenna spricht wieder etwas an, was in der letzten Staffel begann, nämlich dass Cersei es war, die den Glauben ausgerüstet hat mit Waffen. Genau, die den hohen Spatz quasi auf seinen Thron gehoben haben. Genau. Die hat, also dass Cersei im Prinzip die ist, die dieses Monster erschaffen hat. Oder wie gesagt, vielleicht nicht unbedingt erschaffen, aber zumindest auf eine Machtposition gehoben, in die dieses Monster vielleicht niemals gekommen wäre. Das hatten wir ja auch schon oft bei den Besprechungen, dass der kriegerische Arm des Glaubens, dass eigentlich der Glaube oft, dass es ihm verboten war, Waffen zu tragen. Genau. Welcher König war das? Hast du das nachgeguckt? Ich glaube, es war Aenys. Aenys? Der hat es denen verboten dann. Maegor, der Grausame. Ich glaube, ja. Gut, aber macht eine Bauchbinde dann hier, dann wissen wir, wer das war. Olenna nennt Cersei deswegen dumm und Cersei gesteht zwar den Fehler ein, dass sie da ein sehr riskantes Spiel und auch nicht sehr weit gedachtes Spiel getrieben hat. Sie hat das ja gemacht, um die Tyrells zu entmachten. Und das ging halt vollkommen nach hinten los, auch weil der hohe Spatz eben ein gerissener Mensch ist. Aber was da auch passiert, ist eben, dass Olenna den Hass von Cersei schürt. Ja, man sieht das ja auch im Ende der Szene, wie sie so quasi bebt vor Hass. Aber halt auch, sie ist ein bisschen gefasster als früher. Sie weiß, dass sie jetzt nicht groß rumschreien muss, dass das nichts bringt. Ja, vor allem weist Olenna sie auch darauf hin, wozu das geführt hat, Cersei. Dass, also ihr blinder Machthunger, dass alle um sie herum sie hassen und dass sie nur noch Feinde um sich herum hat. Bis auf ihr Schoßhündchen Robert Strong. Genau. Und in der Szene sieht man eben, mit dem, dass er nicht den siebenzackigen Stern trägt auf seiner Rüstung. Ja. Und damit geht es von King's Landing, Königsmund, ab nach Schnellwasser, nach Riverrun, zurück in die Flusslande, was ja auch, Fun Fact, das, was Sandor macht, das ist in derselben Region wie da, wo Jaime und Bronn sind, nämlich in der Flusslande. Apropos Bronn,
Er ist back. Apropos Bronn, er ist weg. Eine der coolsten Figuren überhaupt. Absolut. Unfassbar witzig, mega sympathisch. Der Schauspieler Jerome Flynn ist ein toller Darsteller, ja, der es extrem gut und göttlich spielt, wirklich. Aber das ist ja auch beim Blackfish nicht unbedingt anders. Jamie wurde ja von Tommen verstoßen. Um Schnellwasser einzunehmen dann. Um Schnellwasser einzunehmen. Die Frays sind da recht erfolglos. Ja. Die campen ja nur da irgendwie davor. Das sieht nicht wirklich aus wie eine Belagerung, eher wie so ein Gathering. So ein Hippie-Gathering. Ne? Ja. Und vor allem sagt der Blackfish, der gerade das Schloss wiedergewonnen hat, die Burg, dass er Nahrung für 2 Jahre hat, um da so lange auszuharren. Aber erstmal sehen wir einen tollen Dialog zwischen Bronn und Jamie. Genau. Und wir sehen auch, dass ich falsch lag in den letzten Folgen. Es ist nicht so, dass Bronn irgendwo mit seinem Schloss sitzt oder sowas. Es ist tatsächlich so, dass die Lannister permanent ihm Dinge versprechen. Ja. Er macht halt seine Arbeit gut und deshalb muss er dafür irgendwie so ein bisschen leiden. Genau. Und Jamie will auch den Satz sagen, den jeder für das Familienmotto der Lannister hält, nämlich A Lannister always pays his debts. Also ein Lannister bezahlt immer seine Schulden. Genau. Und Bronn unterbricht sie in Don't say it. Don't you fucking say it. Genau. Fucking. Der hat das wahrscheinlich schon so 50.000 Mal von Tyrion gehört und mir geht es jetzt einfach so gehörig gegen den Geist. Also es hat angefangen mit Bronn, der sich für Tyrion einsetzt in Hohen Air in der Eyrie und Tyrion rettet über Tribal Combat und seitdem hat er den Lannistern eigentlich permanent geholfen und hat dafür anscheinend noch nichts bekommen, aber Jaime sagt ja auch, dass er so quasi seine rechte Hand wird, ne? Genau, also stell ihm das in Aussicht und ich denke mal, das ist ganz interessant, weil so ein bisschen Macht, so ein bisschen so eine kleine Dynastie könnte, glaube ich, jeden motivieren. Vielleicht gibt Bronn ihm jetzt ein paar heiße Handys. Ja. Okay. Das stimmt. Aber wir sehen auch zum ersten Mal Schnellwasser. Wir sollten noch schnell sagen, falls einer der Zuschauer fragt, ja, was ist denn dann das Motto der Lannisters? Das ist eigentlich Motto der Lannisters, hear me roar. Genau, hört mich brüllen. Hört mich brüllen, genau. Okay, sorry. Weiter? Genau. Schnellwasser fand ich extrem schön. Geil. Habe ich mir genau so vorgestellt. Ja. Perfekt umgesetzt. Das sah absolut großartig aus, wie die ganzen Außenaufnahmen. Das sah einfach nur geil aus. Genau. Und dann sehen wir halt, wie die Freys, den guten Edmure, den Erben von der Tullys quasi, der Erbe von Schnellwasser, aber jetzt halt nicht mehr, weil es jetzt den Freys gehört, wie der auf den Galgen geführt wird und gedroht wird, dass er getötet wird von den Freys. Erst per Strick, dann per Messer, per Dolch. Auch mit dieser schönen Provokation, ja, so wie ich das bei deiner Nichte Caitlin gemacht habe. Mhm. Aber der Blackfish ist unbeeindruckt, weil er weiß, dass die nur bluffen. Ja. Genau, er callt den Bluff quasi. Was für ein Mann. Also es ist halt richtig badass, dieser Blackfish. Und die Szene deutet bereits an, dass Jamie eine Unterhaltung möchte mit dem Blackfish, mit Brandon. Der holt sich auf jeden Fall jetzt mal. Ich meine, die Lannisters konnten ja auch ohne irgendwelche Probleme mit 8000 Mann anrücken, ohne dass die Freys gemerkt haben. Mhm. Und der wird sich jetzt der Sache annehmen. Ja. Also in Büchern kommt das noch ein bisschen mehr raus, dass der immer so drauf bedacht ist, genug Kundschafter zu haben, dass alles immer schön ausgehoben ist, weil er halt damals im Krieg der 5 Könige, das sehen wir eigentlich jetzt immer noch, weil er durch ein Fauxpas gefangen genommen wurde, weil er nicht genug erkunden ließ. Ja. Und Jamie schlägt sogar den Frey, den Jungen. Und ich finde, Bronn sagt einer der coolsten Sachen zu den Freys. Yeah. Good thing we are friends or we would fuck you in the ass right now. Ja. Ja. Wenn ich das sage, werde ich komisch angeguckt. Wenn das Bronn sagt, dann ist es cool und witzig. Okay. Ja. Gut. Und damit sonst noch irgendwas zu dieser Szene in Riverrun, Jonas? Weil sonst würde ich gerne zu einem der Highlights der Folge kommen. Dann kommen wir zum Highlight. Einem der Highlights der Folge. Einem der absoluten Highlights. Wir gehen nämlich etwas weiter in den Norden. Auf die Bäreninsel. Auf die Bäreninsel, da leben die Mormonts. Da kommt Jorah Mormont zum Beispiel her, der ja gerade irgendwo in Essos ist. Jorah the Explorer. Jeor Mormont, sein Vater, kommt daher. Der ehemalige Kommandant der Nachtwache. Genau, der Jon hat zu seinem Steward gemacht, und das wird ja aber auch erwähnt. Meghan Mormont übrigens. Das war seine Schwester. Genau, das war lange Zeit das Oberhaupt des Hauses. Hieß die Bärin oder The She-Bear. Ihre Tochter ist Lyanna Mormont, anscheinend der neue Lord von den Bäreninseln. Genau. In einem ganz jungen Alter. Die Schauspielerin übrigens heißt, und das wollte ich unbedingt erwähnen, die heißt Bella Ramsey. Die hat ihre Arbeit
ultra gut hinbekommen. Großartig. Also ich fand die, diese kleine Diana fand ich absolut großartig. Ja, wie du heute Morgen schon gesagt hast, sie ist so das Gegenteil von Tom. Genau, sie ist der Gegenentwurf zu Tom, denn sie hat ein unglaublich fettes Rückgrat. Ja. Sie weiß, was sie möchte, sie ist selbstbewusst, sie ist eine geborene Anführerin und Tom ist halt das genaue Gegenteil. Das ist ein junger Kerl, der überhaupt nicht weiß, was er will und was wo ist, was links und was rechts ist. Er hat keinerlei Selbstbewusstsein, er lässt sich Flausen in den Kopf setzen, er ist sehr charakterschwach und sowas. Und ja, diese kleine Liana ist das genaue Gegenteil. Wir sehen aber auch hier, dass John und Sansa Schwierigkeiten haben, Allianzen zu schmieden. Das ist einmal, weil John immer noch, natürlich darf man nicht vergessen, ein Bastard ist. Und Sansa ist A, eine Frau. Ist theoretisch und ein, zweitens, ja, sie ist theoretisch ein Drittel Lannister, ein Drittel Bolton und ein Drittel Stark. Genau, also da darf man durchaus schon dran zweifeln. Aber du hast ja heute Morgen auch diese tolle Parallele gezogen. Es kommt wieder zu einer Wiederholung. Dass Davos den Tag rettet. Genau, das hat er ja schon mal in der vierten Staffel in der Eisernen Bank. In der Eisernen Bank hat er die Leute überredet. Das sind ja jetzt nicht irgendwelche, die sich durch irgendwelche Worte überzeugen lassen, sondern das sind ja eigentlich Menschen, die nur auf Zahlen schauen. Ja. Und er hat die Leute überzeugen können und so genau so schafft er es bei Lyanna. Ja. Mhm. Und sieht man halt wieder, Jon und Sansa sind zwar auch irgendwie gute Anführer, aber die brauchen halt immer noch jemand wie zum Beispiel Tormund oder Davos, der für sie einspringt irgendwie, dass sie die Unterstützung bekommen. Gerade Davos, ja, von dem wissen wir ja, dass das eigentlich ein hochintelligenter Mann ist, ein cleverer Mann, der auch genau weiß, was er möchte und seine Ziele erreichen kann. Ich meine, das war jemand von ganz, ganz geringer Geburt, der sich auch über den Zwiebelschmuggel, diese eine Aktion während der Belagerung von Storm's End, von Sturm, wie heißt es auf Deutsch? Sturm Cup. Während Roberts Rebellion quasi in Stannis Gunst aufgestiegen ist und es sogar zum Ritter geschafft hat und zur Hand des Königs quasi, wenn Stannis denn wirklich König geworden wäre. Also dieser Mann ist weit gekommen und das hat er nicht gemacht, weil er ein Trottel ist oder nichts kann, sondern Davos ist ein unglaublich gerissener Kerl. Und da fällt mir auch der eine Satz ein, den er sagt zu Lyanna, wenn eure Kämpfer auch nur halb so, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch war, im Englischen ist es, if they're half as ferocious as their lady, denn the Boltons are doomed. Ja. Also er muss selbst diese kalte, nördliche Nordfrau Lyanna Mormont, Nordfrau, Nordmädel, Lyanna Mormont so ein bisschen schmunzeln, was großartig gespielt war. Ja. Nochmal. Aber er spricht ja auch nochmal drauf an, dass die Unterstützung ist quasi, um den Norden zu einen, dass der Norden gegen die weißen Wanderer kämpfen kann. Genau. Weil daran glauben ja auch noch relativ wenig. Also man sieht das ja. Ja. Als Samuel Tarly in Hornhill ist, in Hornberg zu Hause, da lacht sein Bruder, ja, als die Weißen Wanderer genannt werden, weil es einfach immer noch viele gibt, die das für eine Märchengeschichte halten. Ja, wobei im Norden sind halt wahrscheinlich irgendwie Gerüchte durch und da ist das schon eher. Also da, sie vertraut ja dann auch auf das Wort von Jon und Sansa, die sie dann sagen, ob das stimmt, dass das stimmt. Und so schaffen es dann diese drei ungleichen. so eine schöne Spannung, die aufgebaut wird und dann so, okay, ja, kommen wir zum Fazit. Haus Mormont schließt sich auf Stark. Wie viele Soldaten bekommen wir denn? 62. Und gedacht, okay, 1000? Wo ist das? 100? 1000 ist doch die größte Armee auf der ganzen Welt? Nee, es sind tatsächlich nur 62, aber angeblich kämpfen die ja, ist ja einer so stark also, wie 10. Also 620. Ja, ich glaube nicht, dass man das so rechnen kann. Aber 62 gute Kämpfer, sagen wir so. Wir wissen ja auch nicht genau, hat man Soldaten von Haus Mormont schon mal live in der Schlacht gesehen? Ich glaube nicht. Wir haben einmal kurz da in der Szene von King in the North hat man Meghan Mormont gesehen, die Frau. Und die sah schon gefährlich aus. Ja. Aber jetzt geht's von Riverrun ging es zu den Bäreninseln und jetzt geht es direkt wieder zurück nach Riverrun in genau, die Flusslande. Die Unterredung zwischen dem Schwarzfisch und Jaime Lannister. Genau, da bahnen sich bereits erste Konflikte an. Es wird klar, dass es zum Kampf zwischen den beiden kommt. Jaime nennt den Blackfish Blackfish und Blackfish nennt Jaime den Kingslayer. Genau. Es ist immer noch natürlich ehrenlos, seinen eigenen König zu töten, was auch immer die Gründe sein mögen. Ja. Er fragt ihn ja auch direkt, ob er den Eid einlösen will, Catelyns Kinder zurückzubringen. Ja. Und übrigens in den Büchern ist das, der Dialog zwischen den beiden ist fast 1:1 gleich. Ein bisschen gekürzt alles, aber wirklich aufs Wort genau teilweise. Ja. Erzähl mir doch was Neues, das hast du mir heute Morgen schon erzählt. War ein Witz. Aber was mir halt noch aufgefallen ist, dass ich in dieser Szene auch ganz interessant war. Also ich musste zwangsweise dran denken, auch weil die Freys einfach da waren. Wenn Jaime sowas gemacht hätte, eine Unterredung, dahin zu reiten und so,
Die Freys hätten, glaube ich, da komplett auf Ehre und Anstand geschissen und Jaime einfach, also wenn sie verfeindet wären, hätten sie Jaime einfach gefangen genommen. Also das ist etwas, was die Tullys nicht machen, denn das ist ein ehrenvolles Haus. Ja, warum heißt der Schwarzwich eigentlich Schwarzwich, Jonas? Das hat eine kleine Backstory. Und zwar hatte der gute Brynden einen Streit mit seinem Bruder, Hoster Tully. Mhm. Und Hoster hat ihn dann als schwarzes Schaf der Familie bezeichnet. Und das Wappen der Tullys. Genau, das Wappen der Tullys ist ja eine Forelle. Und Fisch. Brynden hat er einfach so eine coole Idee. Okay, nenne ich mich aber heute Schwarzfisch. Wunderbar. So kam Schwarzfisch zu seinem Namen. Und damit geht es weiter. Oder möchtest du noch irgendwas zu dieser Szene sagen? Nur einfach, dass es hier eigentlich noch mal deutlich wird, dass der Krieg der fünf Könige noch nicht vorbei ist. Ja. Obwohl man das lange Zeit gedacht hat. Sagt er auch. Ja, as long as I'm standing, this war is not over. Ja. Na gut. Und wir wissen auch, dass Riverrun nicht leicht einzunehmen ist. Genau. Es ist eine extrem geschützte Burg. Gut, aber damit geht es ab nach Tiefwald-Motte. Die wird Mott oder Motte, genau. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Englisch ausspricht. Mott wahrscheinlich. Da befindet sich auf jeden Fall das mächtige Haus Glover. Oder Glauer im Deutschen. Glauer. Die haben das, wie war das? Die haben das vorher erst zurückgewonnen, oder? Die haben das erst von den Eisenmännern mit Hilfe der Boltons zurückgewonnen. Ja. Deshalb wollen die auch, also Sansa und Jon sind ja wieder da und wollen um Unterstützung bitten. Ja. Aber die sagen nein, weil er ist ein Bastard. Sie Ganze, ist auch nicht viel besser. Aber auch, weil John eben etwas macht, was eigentlich im Norden unerhört ist. Er hat die Wildlinge aus Hartheim mitgebracht. Genau. Und ein Großteil seiner Armee sind Wildlinge. Dafür wird er immer noch verachtet. Ich meine, die Mauer wurde gebaut vor über 8000 Jahren, nach der langen Nacht. Und seitdem waren eben die Bewohner, die im Norden der Mauer geblieben sind, wurden zum freien Volk, zu den Wildlingen. Und diese Wildlinge haben irgendwann angefangen, im Norden von den sieben Königslanden zu brandschatzen, zu morden, zu vergewaltigen. Und diese Wildlinge werden nicht toleriert. Ich meine, das ist ja nicht ohne Grund, dass die Ambers den Boltons anschließen. Genau. Und dementsprechend wird Jon dafür verachtet, dass er Wildlinge in der Armee hat. Und wir sehen auch, dass Lord Glover gar nicht so viel hielt von Robb Stark. Ja, also sie sagen ja auch, I served House Stark once, but House Stark is dead. Ja, und ich meine, Robb Stark wurde eigentlich von allen im Norden immer respektiert. Ja. Er wurde als der wahre Sohn von Eddard Stark. Er hat jede Schlacht gewonnen, die er gewonnen hat. Er hat jede Schlacht gewonnen. Er ist der König, der den Krieg verlor, obwohl er jede Schlacht... Ja. Nochmal, ich will diesen Satz perfekt sagen, weil es poetisch so schön ist. Er ist der König, der den Krieg verlor, obwohl er jede Schlacht gewann. Ja, das alles wegen einer Frau. Ja, genau. Wegen der Liebe zu einer schönen Frau. Was ihm ja auch Ding nochmal vorwirft. Ja. This foreign whore. Ja, und dementsprechend schafft es das neue, das frische, quasi das wieder auferstarkende Haus Stark. Jon und Sansa schaffen es nicht, die Glovers auf ihre Seite zu ziehen. Genau. Es wäre schade, weil wir wissen aus Lethal Weapon, dass Donald Glover ziemlich cool ist. Ich glaube, das eine hat. Und dann kommen wir. Diese peinliche Stille. Nicht schlimm. Ja, sorry, das ist ja tatsächlich diese schlechte Laune, ne? Dieses nochmal drehen, das ist so anstrengend. Das ist, aber egal, okay, gut. Wir kommen dann damit zu einer Stadt, mit der ich persönlich überhaupt nicht gerechnet habe, bereits in dieser Folge. Mhm. Und da müssen wir auch direkt wieder über Storylines reden. Erstmal, wir sind in Volantis, wir sind in Essos. Ziemlich weit im Süden ist das. Das ist. Das ist schon so. Relativ weit südlich. Ja, ne? Doch. Genau. Ist das nicht auch sogar an der Rhoyne? So an der Rhoyne, genau. an der Mündung. Und also man erkennt auch direkt, dass es Volant ist, es daran, dass sie Huren tätowiert sind. Genau, und, mit einer Träne. Genau. Das ist halt auch diese Stadt, in der Jorah Tyrion gekidnappt hat, hat auf der Brücke. Was man dazu noch sagen kann, ist, dass man hier auch wieder sieht, wie das eben bei vielen Werken ist, dass Storylines in ihrem zeitlichen Ablauf sich einfach unterscheiden. Während in Storyline A im Norden beispielsweise irgendwie 2 Tage vergangen sind, dann in B vielleicht 2 Stunden, sind in C vielleicht schon Wochen vergangen. Also das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Also man sieht das ja auch an der Tour von Sansa und Jon. Genau. Das muss sich um Wochen, wenn nicht sogar irgendwie Monate handeln, wie die da rumgereist da sind. Da braucht man jetzt auch nicht ewig lang rumzuüberlegen und sich da eine Chronologie aufzuschreiben oder sowas. Man kann man machen, wenn man verrückt ist. Oder das ist ja auch bei den Büchern. Ja, also wenn man will, kann man das natürlich machen, aber
dramaturgisch ist es so natürlich sehr viel schöner. Und da sehen wir Fionn, den Kastrierten, der... Fionn, den Kastrierten. Ja. Das könnte ein schöner Königstitel sein. Fionn, der Pimmellose. Der hat gar keinen Gefallen mehr an Sexualitäten in dieser alten, also in dieser Umgebung, in der sich der alte Fionn einfach unglaublich wohl gefühlt hätte, in der fühlt sich der neue Fionn nicht wohl. Nee, also total unsicher. Also hat wahrscheinlich noch was mit seiner Traumatisierung zu tun. Ich meine, er wurde ja auch im Kerker von Ramsay erst mit sexuellen Reizen gelockt und dann kastriert. Ja, exakt. Und wir sehen, dass seine Schwester, nämlich Asha oder Yara, wie sie in der Serie heißt, dass sie Eisenmann durch und durch ist. Und zwar Eisenmann und nicht Eisenfrau. Ja, sie lässt sich nicht von einem Mann besteigen, sondern sie besteigt auch Frauen. Sagt sie nicht auch, I'm gonna fuck this chicks, nicht chicks, aber I'm gonna fuck this horse tits out oder sowas? Ja, so ein... Irgendwie sowas total, total Vulgäres. Und Yara möchte auch Fionn wieder zu einem Eisenmann machen, ihm wieder dieses Feuer entfachen. Wir sehen eben auch hier, dass... Also, es war eine toll gespielte Szene, finde ich. Es war super toll gespielt. So zwischen... Alles okay? Ja, alles okay. Zwischen Fionn und seiner Schwester. Ich fand diesen Moment ganz, ganz toll gespielt. Großartig gespielt sogar. Ja, zeugt halt wieder von der Verbindung, die sich zwischen den beiden irgendwie... Es muss ja wieder zusammenwachsen. Genau. Und die beiden wollen, genauso wie auch ihr Onkel Euron, also sie wollen auch Daenerys Unterstützung. Genau. Also es ist halt echt verrückt, weil die Eisenmänner jetzt anscheinend von den Eiseninseln so südlich runter im Südwesten einmal so quer nach Osten bis nach Volantis gereist sind, um eben die Unterstützung von Daenerys für sich zu gewinnen. Das wird noch sehr spannend, wo man auch wieder sieht, Tyrion stand ja auch jetzt wieder am Scheideweg. Mhm. Er hatte wieder zwei Möglichkeiten, Pulsar dann aufschneiden. Nicht Tyrion, Fionn. Oh, hab ich Ja, gesagt. Du hast Tyrion gesagt. Tyrion? Du hast Tyrion gesagt. Oh, Theon. Theon. Theon Graufreud. Genau. Das klingt so ein bisschen, als würde man kotzen, ne? Graufreud. Aber es klingt cool, so mittelalterlich. Okay. Nee, das klingt so, wenn amerikanische Menschen versuchen, Deutsch zu sprechen. Graufreud. So ein Rammstein-Song könnte das sein. Asche, Fleisch, Graufreud. Na, egal. Eisenmann. Gehen wir zurück nach Westeros in den Norden. Ja. Ich dachte, die Folge heute Morgen wäre schon unlustig gewesen. Die hier ist ja noch schlimmer. Wir sehen langsam, wie Jon und Sansa eine Armee aufbauen. Und sie sind an einem ganz, ganz besonderen Ort. Denn sie sind an dem Ort, an dem Stannis auch einst hielt. Und da ist ja auch direkt klar... Da wurde er da auch eingeschneit und hat dann seine Tochter Shireen Sharin verbrannt. Und wir wissen ganz genau, was passieren wird. Den Schnee für sich, also um das Wetter für sich zu gewinnen. Ja, also und königliches Blut. Genau. Es wurde ja auch schon zweimal in der Serie angesprochen. Also da hat ja Davos gefragt, was ist mit Shireen passiert. Ja. Und ich denke mal, das wird sich jetzt offenbaren dann bei ihm. Da wird irgendwo wahrscheinlich ein Schafott sein mit einer. Ich weiß nicht. Oh Gott, mir bricht jetzt schon das Herz, wenn ich ihn sehe, wenn er das rausfindet. Also er wird es irgendwie rausfinden. Ich glaube, da braucht man auch nicht groß spekulieren. Darauf läuft das Ganze hinaus, dass er. Wer weiß, vielleicht ist da noch irgendwo der verbrannte Kinderkörper, weil das wäre zu einfach und zu, es ist nicht besonders logisch. Aber er wird es irgendwie rausfinden, denke ich. Genau. Wir sehen aber auch hier eben genau das, was ich eben angedeutet habe, dass, was für ein abstruses Bild das ist, die Wildlinge zwischen den Soldaten der Königslande. Und es kommt eben zu Konflikten. Wir sehen halt ganz genau, dass so ein normaler Fußsoldat das absolut nicht akzeptiert, dass er, dass sein Zelt benachbart ist mit einem Wildling. Ja. Oder die sind ja genauso stolz. Also, ich meine, das trifft Stolz auf Stolz. Ja, und da wird es noch zu viel größeren Konflikten geben. Es ist eben ein armseliges Bild, das diese Armee abgibt. Ja, also wir kommen noch kurz zu den Zahlen. Ja. Also wir haben 2000 Wildlinge, wir haben 200 Hornwoods, 143 Mazens und 62 Mormons. Mhm. Noch kurz drei Worte zu den Hornwoods. Mhm. Das ist auch ein Horst des Nordens, den Starks unterstellt normalerweise. Den Elch haben die als Symbol und gerecht im Zorn ist ihr Motto. Mhm. Und in den Büchern gibt es auch noch eine ganz interessante kleine Geschichte zu, wo man sich vielleicht jetzt denken kann, okay, warum stehen die jetzt hinter Jon? Mhm. In den Büchern ist es so, dass Lady Donella Hornwald, dass Ramsay sich die geschnappt hat, sie geheiratet hat, sie gezwungen hat, ein Testament zu unterschreiben, das ihn als Erben von Hornwood erklärt. Und daraufhin hat er sie Ramsay sie weggesperrt und sie verhungern lassen. Mhm. Und es kommt dann auch raus, dass einige Hornwoods an der Seite von Stannis kämpfen. Mhm. Genau. Und zu dem Haus Mazin, das 143... Damit hast du mich heute Morgen sehr erfreut, das wusste ich nicht. Fand ich aber großartig. Genau, das Haus Mazin mit den 143 Mann
Das gibt's in den Büchern gar nicht, das ist eine Erfindung der Serie. Es gibt einen Typ, der heißt Craig Mazin, das ist ein Freund von David Benioff und D.B. Weiss. Und der hat denen empfohlen, den Piloten von Game of Thrones neu zu drehen. Sonst wird es wahrscheinlich heute nicht so aussehen, wie es ist. Ja. Vielleicht wäre es auch nicht so erfolgreich. Ja, also sie haben ihm wahrscheinlich viel zu verdanken und dementsprechend haben sie seinen Namen in die Show eingebaut mit diesem Haus, das eigentlich sonst nicht existiert. Das ist, cool. Das ist tatsächlich Haus cool. Alper. Haus Ressel. Ja. Haus Warum Ressel. Nimmt man deinen Nachnamen und meinen Vornamen? Egal. Ich habe gedacht, das ist der Nachname. Echt? Okay. Nee, ist nicht mein Nachname. Aus Torfahren. Ja. Okay, genau, da haben wir uns noch die Frage gestellt, was ist eigentlich mit Lady Melisandre? Ist die auf Tour? Ist die unterwegs? Ist sie unterwegs? Was macht sie? Guckt sie ins Feuer? Wir wissen es nicht. Weil sonst haben wir sie ja zumindest immer im Hintergrund gesehen. Ja, aber so ist sie einfach nur abwesend. Und dann sehen wir, dass eben auch wieder ein kleiner Konflikt entsteht zwischen Sansa und Jon und wir... das ist ja das, was ich nicht vermute. Also ich glaube, das läuft auch komplett darauf hinaus, dass sich dieser Konflikt zwischen den beiden in irgendeiner Weise in den zukünftigen Staffeln noch zuspitzen wird. Dass eben House Stark, das sonst in der Serie halt immer oder in den Büchern so immer stark vereint war und dann von außen hin, also immer von außen in irgendeiner Weise beschädigt und gespalten wurde, dass diese Spaltung auch von innen heraus... das wäre super interessant. Es ist einfach gutes Writing, das so zu machen. Das sind äußere Konflikte und innere Konflikte. Und House Stark hatte nie so richtige innere Konflikte. Vielleicht hat John und seine Stiefmutter oder sowas. Ja. Aber ich glaube, dazu wird es noch kommen, dass sich dieses Haus von innen irgendwie noch... Also wir sehen ja auch, dass Sansa jetzt da, wo es nicht wirklich über den Weg traut, obwohl John ihm ja eigentlich so volles Vertrauen schenkt. Und Sansa hat von Peter Baelish gelernt. Ich glaube, sie wird halt diese starke Frau von diesem Mädel. Ja, also sie wird einfach niemandem trauen. Genau. Das hat sie gelernt. Und sie schreibt einen Brief, weil sie mehr Männer rekrutieren möchte. Man erkennt so ein paar Wörter, man erkennt die Standardwörter wie Winterfell und Sansa Stark. Genau, dann hatte ich noch Fulfill Your und dann habe ich gedacht, vielleicht Fulfill Your Duty, also seine Pflicht erfüllen. Man sieht noch den Stark Wolf auf dem Siegel, aber ansonsten, an wen sie den Brief schreibt, weiß man nicht so genau. Du hast Peter Baelish vermutet. Peter Baelish vielleicht aber auch die Manderleys, da ja so das auch eins der großen, starken Häuser von. Vielleicht ist es aber auch jemand, den wir überhaupt nicht erwarten. Das könnte halt auch als, gut sein. Als großer Twist, als absoluter Überraschungsmoment. Ja. Wer weiß. Vielleicht sogar an die Lannisters oder an ihre Freundin Marjorie. Wer weiß. Na, schwierig, sehr schwer zu sagen. Also halte ich eher für unwahrscheinlich, aber... Ja, aber also Peter Baelish wäre halt in Griffweite. Das ist halt so Und vielleicht, bereit und willig. Ja, vielleicht ist es auch ein Plan oder irgendwie eine Falle oder sonst was. Und es geht vielleicht an einen ihrer, vielleicht sogar an Bolton-Haus oder sowas. Oder vielleicht sogar an quasi, um sie herauszufordern, eine Falle zu lösen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Wir werden es sehen. Wir wissen allerdings nicht genau, an wen dieser Brief geht. Und damit geht es wieder zurück in den Süden, und zwar da in die Region, in der das meiste dieser Folge spielt. Flusslande. Sander. Da sehen wir Brother Ray. Habe ich nicht heute Morgen sogar aus Versehen Brother Shay gesagt? Brother Shay. Hast du nicht gerade eben das gesagt? Oder, oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr. Bruder Ray hält eine Rede und da erfahren wir, dass er, jetzt der Anführer dieser total friedlichen Gemeinde von Septenbauern, dass er eigentlich mal ein brutaler Soldat war. Und ein grausamer, brutaler Frauen und Kinder ermordet hat, auf Geheiß. Und er gibt die Botschaft, dass sich jeder ändern kann und es nie zu spät ist. Und er guckt sogar in dem Moment Sandor Clegane. Genau. It's never too late to come back, schreibt er. Ja, und es ist nie zu spät, was Gutes zu tun. Genau. Also Sandor. Jeden Tag eine gute Tat. Sandor ist jetzt nicht vielleicht direkt wiederbelebt worden wie sein Bruder, aber er ist ja auch auf so eine gewisse Weise wieder auferstanden. Er wurde für tot gehalten. Oh, und wo ich jetzt über Sandor und Gregor, seinen Bruder, rede, dazu kommen wir gleich noch zu Clegane Bowl. Dazu wollen wir unbedingt noch ein paar Wörter verlieren. Aber erstmal sehen wir drei Reiter und einer mit einem bestimmten Mantel. Genau, da habe ich mir schon so gedacht, okay, den kennen wir doch aus den Büchern. Der ist sehr witzig, oder? Wie war das in den Büchern? Nee, das ist eher grimmig. Wer war der Witzige von denen? Ich glaube, das war... Engui? Das war doch der Bogenschütze. Der Bogenschütze, der immer Witze gemacht hat. Engui wird da, glaube ich, geschrieben. Engua? No, aber der Engai. Mit ich glaube so. Also wir sehen auf jeden Fall die Brotherhood without Banners. Das ist die Bruderschaft ohne Banner. Genau. Der mit dem gelben Mantel ist übrigens
Zit oder Zitronenmantel oder im Englischen Lamb oder Lamb Cloak. Okay. Die Bruderschaft ohne Banner, die Brotherhood Without Banners, die wurde ja quasi von Eddard Stark in Staffel 1 geschaffen oder im ersten Buch. Denn er hat ja Beric Dondarrion ausgesandt, um Gregor Clegane das Handwerk zu legen, der eben in der Flusslande gewütet hat, genau, gebrandschatzt hat, vergewaltigt hat. Und das oberste Ziel der Bruderschaft war eigentlich immer, das Volk, das einfache Volk zu beschützen. Egal ob vor den Häusern des Nordens oder den Lannisters oder sonst irgendwas. Ja. Einfach nur das. War so eine Robin Hood-Gemeinschaft. Die haben genau von den Reichen genommen und es den Armen gegeben. Und einer ihrer Anführer ist auch Thoros von Myr oder so, wenn es einer ihrer hohen Gestalten. Ein roter Priester, der Beric Dondarrion sechsmal von den Toten wieder zurückgebracht hat. Und die glauben eben an R'hllor, genau, den roten Gott, genauso wie Melisandre auch. Und sie haben Sandor ausgecheckt in dieser Folge. Zumindest war das sehr offensichtlich, wie sie zu ihm rübergestielt haben die ganze Zeit. Es ist aber eine andere Bruderschaft ohne Banner. Es ist nicht mehr die, die wir kennen. Es sind nicht mehr diese freundlichen Gesellen. Grimmig und böse. Die haben sich, offensichtlich ist da was passiert. Die haben sich verändert. Und es ist ganz, ganz offensichtlich auch, dass da die Religion eine gewisse Rolle spielt. Ja, und jetzt eine viel größere Rolle. Also jetzt nicht mehr das einfache Volk beschützen, sondern die Religion vorantreiben. Ich meine, die Leute, die da sind, sind ja auch das einfache Volk und die drohen denen. Genau. Und Sandor sagt ja auch, dass man sie bekämpfen muss, diese Bruderschaft. Brother Rey widerspricht, er hat keinen Kampf mehr in sich und was das für Auswirkungen hat, das sehen wir noch. Aber jetzt, alle erwarten den Clegane Bowl, habe ich mir aufgeschrieben. Genau. Ich hoffe auch noch auf die gewisse Lady. Ja. Dass die, oh ja, die Lady aus den Büchern. Ja, genau. Also in den Büchern kommt es auch so ziemlich rüber, dass die Bruderschaft sich geändert hat von diesem heiteren, lustigen, fahrenden Volk irgendwie so zu einer grimmigen, bösen, traurigen Gruppe. Aber der Hass zehrt Sandor und er wird, sein Hass ist nicht weg, der ist neu entflammt. Ja. Clegane Bowl ist eben halt eine Anspielung auch auf den Super Bowl. Was man dazu noch sagen muss, ist, dass ich sehr interessant fände an diesem Kampf, Sandor gegen Gregor. Erstmal gibt es eine Jugendsünde. Gregor hat ja Sandor verbrannt. Also alles, was Sandor da im Gesicht hat, ist ja sein Bruder schuld, der Berg. Und, also er ist ja mitverantwortlich, wie jetzt Sandor eigentlich sein Leben lang behandelt wurde. Genau. Und Sandor ist, also beide, was ich bei beiden so interessant finde, Robert Strong wurde von den Toten wiedererweckt. Von, nicht Pycelle, wieso komme ich auf Pycelle? Wie heißt der nochmal? Der Qyburn. Qyburn, genau. Qyburn. Großmeister Qyburn. Und Sandor wurde ja halt auch quasi auf eine gewisse Weise wieder auferweckt. Das sind eben zwei Brüder, die der eine war tot, der andere wurde für tot gehalten und die beiden werden wohl aufeinander treffen. Und Sandor bekommt sie auch zusammen. Wer weiß. Und Sandor bekommt sicherlich die Rache für das, was ihm der Berg als Kind angetan hat. Apropos Rache, was man jemandem als Kind angetan hat. Kommen wir doch zu Arya in Braavos. Bravo, sehr gut. ja, und hier werden wir jetzt erstmal eine Weile verharren, denn was da passiert, ist natürlich super interessant und einer der wesentlichen inhaltlichen Punkte der Folge. Es war ja eine sehr komische Arya. Es war eine extrem seltsame Arya. Wir haben heute Morgen noch ein bisschen viel mehr drüber gesprochen und alle möglichen Eventualitäten abgehakt. Ich finde, wir können das jetzt ein bisschen abkürzen. Für mich gibt es drei Möglichkeiten. Also erstmal, das Ganze auszuführen. Arya versucht, eine Überfahrt nach Westeros zu bringen. Ergibt ja keinen Sinn. Da würden die gesichtlosen Männer als erstes schauen und auch so frei auf der Straße, so als ob sie nichts zu tun hätte. In der letzten Folge sitzt sie in der Kanalisation, schläft da und pustet eine Kerze auch aus. Auch mit ihrem Schwert? Ja. Mit Nadel, mit dazu Nadel. Kommen wir auch noch. Hat sie ja auch nicht in der Szene? Ja, genau, in der ganzen Sequenz hat sie das nicht, aber dazu kommen wir noch. Aber sie schlendert da durch die Gassen mit den Händen hinterm Rücken, wie Tyrion ein paar Folgen vorher mit Varys. Und Varys sagt ja auch von wegen, du gehst wie ein Edelmann. Und Cersei. Und Arya geht da entlang, als wäre sie eine große Lannister-Adelige. Als ob ihr Braavos gehören würde. Und das, jetzt kann man sagen, natürlich, klar, sie ist doch wieder Arya, sie ist doch eine Stark, sie ist doch von edlem Blut. Das ist nicht die Arya, die wir kennen. Ja. Das ist nicht die Arya aus Staffel 1. Die Arya, die wir kennen, spielt im Schlamm, hat die einfachsten Menschen als Freunde. Sie versteht sich super mit ihrem Bruder, obwohl es ein Bastard ist. Ja. Das ist eine sehr einfache Arya. Und sie ist nicht dumm. Genau, und sie ist nicht dumm. Denn wenn das tatsächlich Arya wäre, dann wäre das
dumm, aber das ist sie definitiv nicht. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, warum Arya das macht, was sie da macht. Die erste Möglichkeit ist, es ist ein unglaublich riskanter Plan. Und dafür könnten folgende Dinge sprechen. So. Schauen wir mal. Also erstmal, was es ist, werden wir in der nächsten Folge wahrscheinlich erfahren. Die heißt ja No One. Genau. Da werden wir das Ganze sehen. Aber Arya wirft diesem, also erstmal befindet sie sich am Hafen und du hast ja auch heute Morgen schon darüber gesprochen, dass es zwei Häfen gibt. Ja, es gibt den Lumpensammlerhafen. Mhm. Also da ist sie wahrscheinlich, da sind auch die ganzen Westerosi und es gibt noch den violetten Hafen, da dürfen nur die Bravossi landen. Also wenn man sie irgendwo sucht, dann an diesem Lumpensammlerhafen und da an diesem Hafen wirft sie einem Kapitän zwei Säcke voll Gold hin. Ja. Das wirkt ein bisschen sehr auffällig. Also sie macht quasi auf sich zu sprechen, denn es ist natürlich ein absolut skurriles Bild, das sie da leistet. Man könnte jetzt davon ausgehen, dass sie sich extra auf die Brücke stellt und da quasi auf die Heimatlose wartet. Ja. Und da muss man sich dann halt auch die Frage stellen, die Heimatlose, eine ausgebildete Assassine vom Tempel des vielgesichtigen Gottes, wie ist sie nicht in der Lage, da in diesem Moment Arya zu töten? Denn was einfach wäre, wäre Kehle durchschneiden, ein Stich ins Herz. Ja. Stattdessen sticht sie ihr in den Bauch und hat sogar Zeit, noch das rauszustechen, nochmal woanders hinzustechen, macht es aber nicht. Da könnte es natürlich sein, Jaqen H'ghar hat ja gesagt, sie soll Soll sie nicht leiden lassen, sondern schnell und schmerzlos. Und aus Reservoir Dogs von Tarantino wissen wir ja, dass da im Bauch die meisten Nervenenden sind und dass das die mit Abstand schmerzhafteste Stelle ist, an der man einen Menschen erschießen kann oder Es dauert auch lange, bis man stirbt. Es dauert auch lange, vielleicht extra da in den Bauch. Und man sieht, darüber wird morgen auch gesprochen, im zweiten Trailer von Staffel 6 sehen wir auch bereits ein paar verräterische Einstellungen, zum Beispiel wie Arya ihre blutige Hand da an einer Wand entlang oder wie sie so springt. Wir wissen nicht, ob es Arya ist, aber es sind, die Klamotten sind ein bisschen anders, aber wir wissen ja auch nicht, was genau passiert. Oder wie sie springt, genau. Also, dass sie eventuell die Heimatlose damit in eine Falle führt. Das ist eben eine Möglichkeit, dass sie einfach eine Verletzung in Kauf genommen hat, da runtergesprungen ist, um eben nicht gänzlich getötet zu werden. Aber das muss schon ein wahnsinniger Plan sein. So wie, wie sie am Ende über den Marktplatz ging, das sah ja schon nicht so plangemäß aus. Ja, also es ist schon alles sehr, also wenn es ein Plan ist, dann ist es ein extrem riskanter Plan, aber vielleicht braucht man einfach einen derartigen Plan, um einen Assassinen, also meinen Faceless Man zu töten. Genau. Das war Option 1. Option 2 war, wofür eben auch ein paar Dinge sprechen, war, dass dass das nicht Arya ist, sondern Jaqen H'ghar. Genau. Deshalb auch, dass er gesagt hat, er soll sie nicht leiden lassen. Ja. Wir haben auch in der 5. Staffel schon gesehen, dass, dass man nicht das Gesicht abschneiden muss, um es benutzen zu können. Wir sehen ja auch, dass ein No-One Aryas Gesicht übernehmen kann. Ja. Allerdings, was bisher noch nicht etabliert ist in der Serie, in den Büchern weiß ich es gerade ehrlich gesagt nicht, dass man mit der Größe, weil zum Beispiel, wenn Jaqen H'ghar sich verkleidet wie die Heimatlose, war es ja trotzdem dieselbe Statur und dieselbe Körpergröße, dann müsste halt auch deutlich kleiner sein. Aber all diese Methoden, mit denen die Männer ohne Gesicht arbeiten, weder in den Büchern noch in der Serie ist irgendwas davon erklärt. Es ist eine unglaublich mysteriöse Religion und Gilde quasi. Obwohl es ja keine Gilde ist, aber egal. Wir wissen so wenig über sie und wir wissen, dass da irgendwie Magie auch im Spiel ist. Also vielleicht ist Jaqen H'ghar ja durchaus in der Lage, da auch sich als Arya zu tarnen. Und dafür spricht für mich auch eine unglaublich wichtige Sache. Als man Arya in einer Nahaufnahme sieht, erklingt plötzlich die Musik, die sonst immer kam, wenn Jaqen H'ghar im Bild war. Genau, das ist ja ganz oft, dass so Sachen, dass das so ein Foreshadowing gibt, oder? Genau. Dass das so ein Hinweis ist. Also es ist Jaqen H'ghars Theme, ich glaube sogar, dass der Song so heißt, bin mir jetzt nicht 100% sicher, und der kommt, als man Arya da sieht. Ja. Und Jaqen H'ghar, also den Schauspieler Tom Vlachiha, sieht man halt sonst gar nicht in dieser Folge. Frage ist halt, warum zur Hölle sollte er Arya helfen? Vielleicht auch um, ich meine, das mit der Heimatlosen, dass die halt so gegen Arya arbeitet, ist ja eigentlich auch nicht ganz koscher. Genau. Und was noch dafür spricht, und jetzt kommen wir wieder zu dem zurück, was wir eben gesagt haben, mit Nadel. Bisher war es immer so, dass etabliert wurde, dass Nadel steht quasi für Arya. Genau. Denn du hast heute Morgen ja schon gesagt, Arya schläft mit Nadel neben ihrem Kopfkissen. Das Erste, was Arya macht, nachdem klar wird in der 6. Staffel, dass es Arya ist und bleibt, ist ihr Schwert zu nehmen, Nadel. Genau. Und was fehlt ganz skurrilerweise in dieser Folge, was sieht man kein einziges Mal? Nadel. Also ist vielleicht das nicht Arya. Vielleicht. Und sie hat ja auch so merkwürdig zurückgegelte Haare, das fand ich auch so merkwürdig. Also es ist ganz offensichtlich, dass da irgendwas fishy ist, dass da etwas nicht stimmt. Ja.
Es ist sehr out of character. Wie gesagt, Option 1, es ist Aya mit einem extrem verrückten Plan. Option 2, es ist vielleicht Shergen Agar oder jemand anderes, der da Aya nur quasi spielt. Und Option 3 ist, es ist irgendwas, was wir gerade komplett übersehen. Ja. Ne? Werden wir nächste Folge sehen. Werden wir alles. Nicht zu viel spekulieren. Genau. Ja. Also auf jeden Fall ist da irgendwas im Schilde. Damit apropos irgendwas im Schilde. Sandor Clegane hatte ja früher oft mit mal einem Schild gekämpft. Deshalb kommen wir jetzt nochmal zu Sandor Clegane. In der Flusslande. Du machst dich Witze über meine. Ihr müsst ja wissen, dass wir bei der Filmfabrik immer die genialsten Überleitungen haben. Man kann aus allem eine Überleitung machen. Man kann aus allem eine Überleitung machen. Apropos machen, was macht Sandor in der Flusslande? Er arbeitet etwas fernab von der Gemeinschaft, hört dann einen Schrei. Und wir finden heraus, als Sandor zurückgeht, ganz zu seinem Entsetzen, dass die Bruderschaft ohne Banner, die Brotherhood Without Banners, diese friedliche Gemeinde brutal abgeschlachtet hat. Es ist ja auch, es ist ein Massaker. Es ging nicht um irgendwie um die Vorräte zu klauen. Ja. Also man sieht ja noch alles, dass da überall noch alles rumliegt. Genau. Ich finde auch sehr interessant ist die Parallele da zwischen Sandor und Aya, denn die beiden gehören ja auch irgendwie zusammen. Die haben ja eine sehr lange Reise miteinander gemacht, wie Sandor der einzige Unverwundete umgeben von den Toten ist und wie Aya die einzige Verletzte umgeben von den ganzen Gesunden ist, die sie nur angucken. Es ist halt dieser genaue Kontrast, was der dramaturgisch und erzählerisch zu bedeuten hat. Und wir sehen da auch ganz genau jetzt, warum dieser spezielle Look gewählt wurde, dieser warme, nicht so blaue Look. Denn es ist klassisch George R. R. Martin, es ist klassisch Game of Thrones. Wir bekommen etwas, was wir mögen. Es ist zum ersten Mal dieses Friedliche, dieses, oh, ist das schön die, alles die unberührten hier. Flusslande. Die unberührten Flusslande. Wir sehen, ah, endlich wird die Religion und der Glaube an die Sieben nicht immer nur kritisiert und negativ dargestellt. Ich kann schon das frische Gras riechen. Okay, Freak. Und auf einen Schlag wird uns das wieder entnommen. Bruder Charone Banner, erschlagen. Jeden. Und der Bruder Ray wurde aufgehängt. Bruder Ray, wie so ein Verräter. Genau, das macht die, die Bruderschaft ohne Banner macht das gerne, auch in den Büchern. Ja. Die hängt ganz viele Leute auf. Ja, und wir sehen eben dann in der letzten Einstellung, wie Sandor zu einer Axt greift, die er vorher noch verwendet hat. Sogar noch in der Szene, um, ich weiß nicht mehr, ob das genau in der Szene war, aber auf jeden Fall, er hat diese Axt verwendet, um Holz zu hacken für die Septe. Und diese Axt benutzt er jetzt als Waffe. Okay, so, dann ist das Letzte, was man sagen ist. Noch einmal, die nächsten drei Folgen werden Überlänge haben. Also zumindest die letzte Folge auf jeden Fall. Das wird die längste Folge aller Zeiten. Nicht aller Zeiten, aber von, also von Game of Thrones bisher. Freue ich mich extrem drauf. Da wird wahrscheinlich wird's richtig auf ich habe übrigens bei uns in den Kommentaren schon Leute gelesen, die diese Folge langweilig fanden. Die hier? Diese jetzt, 6-7. Also langweilig finde ich ist ein bisschen halt sehr ein bisschen hart. Das Tempo rausgenommen. Ja, aber also, es war eine Folge, die jetzt sehr character-driven war. Wir lernen super interessante Menschen kennen. Wir sehen Sandor wieder. Also ich fand bisher keine Folge wirklich, also bei Game of Thrones sowieso nicht, ich fand keine Folge bisher so richtig schwach. Nee, also in der 6. Ich hatte Probleme. Es gibt aber halt 3-4. Ich fand 3-4. Ja, aber in den Folgen gibt es halt trotzdem immer wieder so einzelne Momente, die so geil sind. Aber gerade die hier, ich fand das absolut überzeugend. Es war eine toll gespielte Folge. Es war eine natürlich etwas ruhigere Folge, die er aufgebaut hat und Sachen angedeutet hat, aber das ist vollkommen okay. Es ist eben nicht so wie Barney. Nicht die ganze Zeit es auf die Fresse gehen. Es ist nicht so wie Barney Stinson, das ein How Met Your Mother sagt. Es kann nicht immer hochgehen. So funktioniert Dramaturgie nicht. Es muss manchmal auch runtergehen und dann wieder hochziehen. Ah, du hast How Met Your Mother nicht gesehen, ne? Interessant. Okay, ja. Na, die ersten zwei Staffeln lohnen sich, aber danach wird es ganz schnell ganz schlecht. Egal. Ich kann definitiv das Finale kaum noch abwarten, habe ich mir aufgeschrieben, denn es ist die beste Show, die ich je gesehen habe. Und das meine ich ernst. Mit Abstand. Es ist mit Abstand jetzt nicht unbedingt, aber ich finde Game of Thrones wirklich, ich war selten so gefesselt und fasziniert von einer Serie. Apropos Serie. Ihr solltet die Throne Weeks Serie mal auschecken. So eine Playlist auf YouTube ist ja sowas wie eine Serie. Wir haben da zwei sehr coole Videos gemacht zum Thema Religion, um das es hier jetzt auch immer weitergeht in Game of Thrones. Ja. Eine zu den ganzen großen Religionen, eine zu den eher kleinen Religionen. Ja, aber auch da haben wir so zwei, drei vergessen, ne? Kann das sein? Ja, so die kurz mal erwähnt wurden. Die ganz, ganz so nebenbei erwähnt wurden. Ne? Ja. Aber da gibt es wirklich ein paar super interessante Religionen. Wer weiß, vielleicht entdecken wir ja noch eine davon. Durch Jorah, die Explorer in Essos, zum Beispiel sehen wir vielleicht die schwarze Ziege von Kohor oder sowas. Die hat man aber auch schon gesehen. Ja, aber so Rituale davon. Ah, das wäre halt so gut. Das ist nämlich so eine richtig brutale Religion. Genau.
Wer weiß. Ja, und natürlich machen wir das zur 8. Folge wieder. Und wenn wir das noch ein zweites Mal aufnehmen müssen, dann springe ich von einer Brücke, so wie Aya, und steche mir selbst in den Bauch. Und zwar vollkommen freiwillig. Ansonsten hoffe ich... Ja, ja, genau. Social Media, das sollte man nicht vergessen. Ich kann jetzt mit dem Schwert hinzeigen. Wow. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Hier auf die Filmfabrik mit mir, dem Alper und dem Jonas. Vala Morgulis. Vala Duheris. Dankeschön. Bitteschön. Okay. Wunderbare Folge.